Anfang des Jahres habe ich mich entschieden für eine Haartransplantation. Ich habe festgestellt, dass meine Geheimratsecken größer geworden sind und ich irgendwie meine Haare nicht mehr so stylen konnte wie früher. Bin ich Mitte des Jahres zu meinem Friseur gegangen in Deutschland und habe mit ihm über meine Geheimratsecken gesprochen und wir haben darüber Witze gemacht. Er sagte auf einmal, dass er auch eine Haartransplantation machen möchte in Istanbul. Und ich hatte mich bereits schon mit vielen Kliniken beschäftigt und hatte unter anderem auch schon ein paar Termine angefragt. Und er fragte mich, wo ich meine Haartransplantation machen möchte. Und zeigte mir auf einmal die Instagram-Seite von Hair of Istanbul. Ich war sofort überrascht und er meinte, wenn du das machst, dann geh dahin. Ich habe Kontakt aufgenommen mit Hair of Istanbul und war sofort begeistert und habe einen Termin vereinbart, habe mir die Ergebnisse angeguckt bei Instagram und war hin und weg. Und habe mich gefreut, wieder eine schöne Hairline zu haben, meine Haare wieder stylen zu können und ohne ständig die Ecken zu verstecken und mich einfach wohlzufühlen. Viele haben gesagt, du bist ein bisschen jung. Ich bin 30 Jahre alt. Aber ich will mich in den nächsten Jahren wohlfühlen und nicht jetzt anfangen, irgendwelche Frisuren auszuprobieren, sondern möchte wieder schönes Haar haben. Obwohl viele gemeint haben, es wäre nicht nötig. Es war vielleicht das persönliche Empfinden auch, einfach sich wieder komplett wohlzufühlen, die Haare wieder so zu stylen wie früher. Und deswegen habe ich mich damals für Hair of Istanbul entschieden. Es sah alles super professionell aus. Der Kontakt mit Mehmet war sofort. Er hat mir alle Fragen beantwortet, hat mir Tipps gegeben, mir einen Termin gegeben. Planung zur Reise bis zum Ablauf war alles sehr, sehr professionell, sehr luxuriös, das Hotel. Die Kollegen in der Klinik waren super, super professionell. Die haben super tolle Arbeit gemacht. Ja, ich bin super zufrieden. Ich hatte noch nie so kurze Haare, aber ich kann mir auch vorstellen, in Zukunft so kurze Haare zu tragen, weil ich jetzt eine schöne Hairline wieder habe. Ich kann nur jedem den Tipp geben, ich habe viele, viele Freunde und mit vielen Freunden auch darüber gesprochen, auch in meiner Familie. Viele haben gesagt, wieso machst du das? Es tut doch weh. Es war überhaupt nicht schlimm. Also ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt zum Zahnarzt gegangen wäre. Und viele meiner Freunde, wo es jetzt langsam auch anfängt mit Geheimratsecken und mit Haarausfall, ich kann nur dazu raten, sich an Hair of Istanbul zu wenden, um wieder eine schöne Haarlinie zu haben, sich wieder wohlzufühlen, wieder die Haare so stylen zu können wie früher. Und es ist überhaupt nicht schlimm, meiner Meinung nach. Und kann es jedem, wie gesagt, empfehlen.